Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal gucken wir uns wieder ein Smartphone an und zwar wieder mal von Ukitel, denn da habe ich ja in letzter Zeit schon ein paar Telefone mir angeguckt, weil die halt einfach ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht bieten. Diesmal das C58 Pro mit einer sehr interessanten und spannenden Optik und NFC. Wir schauen es uns einmal an. So wie immer als erstes kurzer Faktencheck, also wir haben 256 GB ROM und auch wenn es nicht richtig scharf stellt, theoretisch 24 GB RAM. Fairerweise muss man dazu sagen, dass nur 6 davon, und ich hoffe man erkennt es jetzt, tatsächlich auch physisch sind. Der Rest ist quasi Virtualisierung, wenn ihr so wollt, und würde dann eben von den 256 GB ROM abgezogen werden. Grundsätzlich gibt es das Telefon in drei verschiedenen Farben, in grün, in blau und in schwarz. Wir haben hier die grüne Variante, gucken wir nochmal auf die Rückseite, was da noch drauf steht an Informationen. Wir haben ein 6,7 Zoll HD Plus Display mit 90 Hertz, also schon ein Display, welches in der Darstellungsgeschwindigkeit vor allen Dingen durchaus positiv zu vermerken ist. Wir haben Android 14. Wir haben nur 4G, also kein 5G, wie zuletzt beim letzten Ukitel-Telefon, was wir hatten, einen Octa-Core-Prozessor, der nicht näher beziffert ist, 50 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Frontkamera, diverse GPS- bzw. Positioning-Systems und wir haben 5051 mAh Akku, der sollte eigentlich über den Tag reichen, Fingerabdrucksensor ist natürlich auch mit an Bord. Warum NFC nicht draufsteht, gerade in der Preisklasse, vielleicht durchaus interessant, das verstehe ich nicht ganz. So, dann würde ich sagen, wir packen das Ding einmal aus und gucken rein, was, wie oder beziehungsweise wie das Ganze denn vor allen Dingen aussieht, weil eins der aus meiner Sicht Highlights ist halt die Optik, so man denn diese Optik mag. Grundsätzlich ist es bei Ukitel so, dass ihr auch immer eine Schutzhülle mit dazu bekommt, ist auch hier gegeben, also sprich eine durchsichtige Hülle schützt das Telefon und hier seht ihr schon auf der Rückseite diese Optik. Ich finde es irgendwie ganz interessant. Es ist natürlich schon Geschmackssache, aber könnte auf jeden Fall für einige sicherlich interessant sein. Wir schauen uns hier einmal vorne kurz diese Info an, denn das ist auch eins meiner Highlights an diesem Telefon. Ihr könnt Dual-SIM nutzen und noch die Speichererweiterung. Auch das nicht in der Preisklasse bei allen Telefonen verfügbar. Ich würde sogar eher sagen, bei fast keinem oder beziehungsweise nur sehr wenigen. Aber dazu gleich mehr, wenn wir uns das Telefon im Detail angucken. Dann haben wir einmal die Bedienungsanleitung. Auch die ist auf Deutsch verfügbar, wie logischerweise natürlich auch das Telefon. Ihr könnt also die ersten Eindrücke euch durchaus auch auf Deutsch verschaffen. Dann gibt es noch ein Garantiezertifikat und eine Information zum Laden. Brauchen wir jetzt hier, glaube ich, an der Stelle nicht. Dann haben wir hier das Ladekabel mit drin. Das geht natürlich auf USB-C, denn logischerweise hat das Telefon erfreulicherweise natürlich USB-C in der heutigen Zeit, aber denke ich, dürfte das auch klar sein. Dann haben wir ein Ladegerät und das hat tatsächlich nur 10 Watt. Das ist auch das, was maximal reingeht. Das hätte natürlich ein bisschen mehr sein dürfen. Ist etwas schade, aber man kann natürlich in der Preisklasse halt eben auch nicht alles erwarten und deswegen 10 Watt hier der Input. So, als nächstes gucken wir uns Optik, Haptik und die Bedienelemente an. Und was ist hier zu sagen? Einmal 200 Gramm ist das Ding schwer, 8,7 mm dick oder dünn. Also insofern eher ein Handschmeichler, wenn man so will, im Vergleich zu vielleicht manch anderem Klopper. Aber vom Grundsatz her ist halt eins der Highlights auf jeden Fall hier auf der Rückseite diese Optik, so man sie denn mag. Ich weiß nicht, nennt man das Flammenoptik oder wie auch immer. Das Schöne ist auch, Fingerabdrücke sieht man nicht. Normalerweise hätte man jetzt hier erwartet, dass die Fingerabdrücke sehr gut sichtbar sind. Ist glücklicherweise nicht der Fall. Wenn ihr die Hülle benutzt, ist es sowieso egal. Aber wenn ihr das Telefon so benutzt, auf jeden Fall wichtig zu wissen. Auf der Rückseite die beiden Kameras, zusätzliche LED-Spots, damit ihr auch entsprechend im Dunkeln gegebenenfalls besser fotografieren könnt. Auf der Vorderseite noch die Frontkamera und wir haben dann auf der Seite hier die Bedienelemente. Die Wippe ist, ja, die ist vom Druckpunkt her, hätte besser sein können, sage ich jetzt mal. Im Gegensatz dazu ist der Power-Button okay, der hat übrigens auch den Fingerabdrucksensor drin. Zeige ich euch später nochmal, wie schnell der reagiert. Ich hatte gerade eben schon gesagt, hier unten ist nochmal die Information. Ihr habt zwei SIM-Karten plus Speicherkarte. Das auf jeden Fall aus meiner Sicht eine wichtige Info, wenn ihr denn euer Handy erweitern möchtet und halt eben zwei SIM-Karten einmal fürs Büro oder für zu Hause oder wie auch immer habt, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Hier auf der Unterseite noch 3,5 mm Klinkenstecker. Wir haben den USB-C-Port und einen Lautsprecher. Lautsprecher funktioniert auch gut. Grundsätzlich von der Verbindungssteifigkeit und Verarbeitung her gibt es nichts zu meckern. Das fühlt sich jetzt nicht extrem hochwertig an, darf man glaube ich auch nicht erwarten. Ist natürlich auch Plastik, aber es ist auf der Rückseite auf jeden Fall so, dass es nicht aus der Hand rutscht. Und das finde ich ja persönlich immer wichtig, dass wenn ihr das Telefon ohne Hülle verwendet, dass es dann trotzdem auch gut in der Hand bleibt. Mit Hülle sieht die Welt dann natürlich im Zweifel sowieso etwas anders aus.
So, gucken wir uns einmal die Performance an und wie immer legen wir los mit dem Fingerabdrucksensor und ihr seht hier, der reagiert tatsächlich sofort, also da gibt es keine Verzögerung, funktioniert sehr, sehr fix und ohne Probleme. Ansonsten ist das Ding natürlich kein Spieletelefon, das muss uns auch allen klar sein. Die Bedienung an sich, also wenn ihr im Alltag darin surft, zum Beispiel im Browser oder wo auch immer, dann spielt hier zum einen natürlich der Prozessor mit rein, der dafür ausreichend Power mitbringt, zum anderen aber auch das Display, 90 Hertz kommen uns hier zugute. Am Ende würde ich sagen, die Performance geht definitiv in Ordnung. Wir gucken uns jetzt hier auch nochmal Google Maps an, damit ihr auch da nochmal so einen Eindruck bekommt. So, jetzt müssen wir einmal auf das dunkle Design gehen, genau, und dann gucken wir mal hier und ihr seht, wir können rein und raus suchen, rein und raus zoomen, wollte ich sagen, ohne dass wir da irgendwelche Probleme haben, auch wenn wir auf Satellit umschalten und damit die Darstellung nochmal etwas detaillierter wird, kein Problem. Also das funktioniert alles ohne Probleme. Browsen, E-Mails schreiben, alles kein Thema. Wofür es natürlich nicht gemacht ist, ist natürlich das Thema Spiele. Und auch wenn ihr den Geekbench euch anguckt, das ist jetzt natürlich keine überragende Leistung, aber wir dürfen halt nicht vergessen, ne, das ist halt auch ein Telefon, was deutlich weniger kostet als hier zum Beispiel ein Samsung Galaxy S24 Ultra. Das ist halt einfach eine andere Klasse, das ist ganz klar, aber es reicht halt einfach aus. Ne? Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, wenn ihr da Interesse an diesem Gerät habt, es reicht für die Alltagsnutzung ohne Probleme aus. Wer spielen will, muss sich das vielleicht nochmal überlegen. Für die Alltagsnutzung überhaupt kein Thema, braucht man sich keine Gedanken machen, funktioniert. Ja, Thema Akku, wir haben ja vorhin schon gesagt, das ganze Ding hat einen verbauten Akku von 5150 mAh. Das ist so, ich sag mal, in der Preisklasse auch vielleicht etwas über dem Durchschnitt, würde ich mal sagen. Wie sagt ihr, was meint ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Größe einschätzt. Vom Grundsatz her reicht das bei diesem Handy aus, um gut über den Tag zu kommen. Ich bin tatsächlich auch gut auf anderthalb Tage gekommen. Das hat schon gereicht, danach musste ich aber nachladen. Anderthalb Tage heißt im Übrigen 24 Stunden plus 12 Stunden, also nicht irgendwie nur 12 Stunden als Arbeitstag. Insofern für mich persönlich ausreichend, könnte natürlich besser sein. Über USB-C kriegt ihr mit dem 10 Watt Netzteil natürlich nicht so schnell was rein und drahtloses Laden ist auch nicht mit dabei. Gut, da kommt dann halt einfach auch ein bisschen der Preis natürlich zum Tragen. Das ist halt in dieser Klasse auch nicht Usus und insofern ist das okay, wenn auch nicht überragend. Kommen wir zum Thema Kamera und da gibt es natürlich wie immer ein bisschen was zu sagen. Auf der Rückseite 50 Megapixel, auf der Vorderseite im Übrigen 8 Megapixel. Das ist also erstmal auf dem Papier ist das absolut in Ordnung. Wir können Videoaufnahmen in Full HD, also 1080p mit 30 FPS machen. Das ist jetzt auch in Ordnung, würde ich sagen. Vom Grundsatz her ist es so, dass ich für euch wieder ein paar Testaufnahmen gemacht habe. Die kommen gleich auch nochmal im Detail. Da werde ich dann auch nochmal kurz was zu sagen. Insgesamt würde ich sagen, geht es schon in Ordnung für mal einen Snapshot zu machen, um mal eben eine kleine Aufnahme zu machen. Ihr seht hier, die Bilder sind für mich sogar noch okay, so beziehungsweise ich würde sogar fast sagen gut. Bei dem Video pumpt es dann natürlich ganz schön. Jetzt ist das hier bei uns im Hinterhof auch etwas herausfordernd mit den unterschiedlichen Tiefen. Das muss man natürlich dazu sagen. Also es ist schon eine herausfordernde Umgebung für einen Autofokus. Und wenn wir hier näher dran gehen, dann funktioniert der auch in Ordnung. Video und Fotos, würde ich sagen, ist im Rahmen, aber auch da nichts Überragendes. Ja, jetzt haben wir uns das Ukitel C58 Pro einmal im Detail angeguckt und ihr habt jetzt öfter gehört, nichts Überragendes und das soll das Ganze nicht abwerten, denn man muss natürlich sagen, wir haben hier ein preisgünstiges Telefon, welches zum einen nicht sonderlich dick ist, dafür auch noch relativ leicht ist, welches auf der Rückseite eine, ja, wie soll man sagen, interessante auf jeden Fall und verspielte Optik hat, aber wenn man sowas mag, ist es vielleicht genau das Richtige, vor allen Dingen, weil es halt eben auch keine Fingerabdrücke zulässt, das heißt, die Optik bleibt auch erhalten und gleichzeitig rutscht das Ding auch nicht in der Hand hin und her, was vielleicht für den einen oder anderen auch interessant ist. Performance überhaupt keine Probleme. Auch wenn der Geekbench natürlich nicht überragend ist, aber nehmt das mal nicht als Alltagswert. Vergleicht das bitte nicht mit den Werten, die wir vorhin gesehen haben, sondern nehmt es eher als Alltagswert, dass man ohne Probleme im Browser scrollen kann, ohne Probleme Google Maps nutzen kann, E-Mails, alles kein Thema. Das spielt in dem Fall, glaube ich, eine größere Rolle als irgendein Benchmark, den man da im Zweifel nutzt. Der Akku geht in Ordnung, anderthalb Tage für mich ausreichend, kann natürlich für jemanden, der extreme Laufzeiten haben möchte, vielleicht weniger ausreichend sein, aber sonst kriegt man halt auch nicht 200 Gramm hin bei so einem Gerät. Ne? Am Ende eins meiner Highlights auf jeden Fall noch, dass wir auf der Seite nicht nur zwei SIM-Karten nutzen können, sondern auch die Speichererweiterung und wir haben auf der Unterseite tatsächlich ja auch noch den Klinkenstecker. Das ist heute nicht mehr Usus und wer das braucht, für den ist das definitiv aus meiner Sicht eine Option, die man sich mal angucken sollte, gerade für den Preis.
ist das aus meiner Sicht ein Paket. Wenn einem das optisch gefällt, wenn man Klinkenstecker nutzt, wenn man diese Option 2 SIM-Karten und noch zusätzliche Speichererweiterung nutzt und ansonsten keine Spiele im Ausmaße, im größeren Ausmaß spielt, passt das schon. Danke euch fürs Zusehen und ich sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.